Bei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. Zwing mich nicht, die Jungs mit den Knarren. Du kannst dich nicht verstecken. Farbige haben ihn. Spät, um abzuhauen, Junge! Auf! 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 Ich nicht. Nicht so. Versuch es ruhig. Let's get it. Abend in Wissen.
Was gibt's? Nur noch ein Name auf meiner Liste. Sag Bescheid, wenn er erledigt ist. Luca war ein paranoider Feigling. Dario spielt dagegen gern den harten Kerl. Der Wichser hat mich doch tatsächlich angerufen und verpasst, wo er ist. Schwarzen Mama.
Machst du das? Arschloch! Ich geh in Deckung! Lasst nichts von ihm übrig. Was? Ich hab diesen. Scheiße, ich muss nach. Dieses Arschloch gehört. Leute, hier drüben. Ich schmeiß eine Granate. Ich brauche ein neues Auto hier im Bayou. Bin im Moment total zugedröhnt. Ruf mich später an. Vielleicht geht dann was. Krieg ich eine neue Schüssel nach River Row? Könnte ich Nachschub bekommen in River Row? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Hier ist dein Transporter. Das ist eine große Hilfe. Alles, was du siehst, okay, kannst zeig, du was kaufen. Du auf Lager hast. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst.
Ich hab dein Problem endgültig gelöst. Oh, scheiße. Also ist es tatsächlich vorbei. Scheiße, Gottverdammte. Ist alles okay? Es ist bloß... Das heißt, dass Joey wirklich tot ist. Guter Freund von mir. Fast wie ein Bruder. Er und ich wollten mal ein großes Ding drehen für so einen Arsch namens Leo Galante. Hohes Tier bei der Kommission. Ging aber schief und wir waren am Arsch. Wie so oft, wenn man Befehle befolgt. 2 Jahre hatte ich keine Ahnung, ob Joey noch am Leben war oder was. Wann hast du es erfahren? So 4, 5 Jahre, nachdem ich hier runtergeschickt wurde. Hatte noch ein bisschen Heimweh und hatte die Fühler ausgestreckt. Da höre ich, einer von den Typen, die mit Joey weggefahren waren, redet gern, wenn er blau ist. Hat wohl rum erzählt, er soll für Leo irgendein Großmaul fertig machen. Dieses Großmaul hat dem Karl dann die Zähne eingeschlagen und den Kiefer gebrochen. Klingt, als hätte Joe es ihnen nicht leicht gemacht. Allerdings. Ein Joey Barbaro gibt nicht kampflos auf. Joey konnte sich befreien und war eine Weile auf der Flucht. Ging nach Chicago. Dachte, ein paar Typen dort würden ihm helfen. Die sind ihm aber in den Rücken gefallen. Naja, es kam, wie es kommen musste. Sie haben ihn verprügelt, ihm die Hände abgehackt, die Fresse zu Brei geschlagen. War nicht mehr viel übrig von ihm. Sicher, dass es Joe war? Wenn es nicht wäre, wenn Joe noch leben würde, hätte er mich gefunden. Das waren wir Joe schuldig, diese Penne auf meiner Liste zu erledigen. Danke, Lincoln. Wenn du nicht aufpasst, kontrollieren nur wir beide unversehens die halbe Stadt. Schick mir mal jemanden raus nach River Row wegen der Kohle. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Mach's gut, Koffer. Was mit dir heute? Thank you.
ist er ja, der harte